Carsten Heine, der inzwischen nicht mehr ganz so neue Trainer der VSG Altlinicke in der Regionalliga. Sie haben soeben das Abschlusstraining mit der Mannschaft geleitet, bevor es dann morgen in Cottbus in die neue Saison geht. Warum kann man davon ausgehen, dass den Jungs morgen der optimale Start gelingen wird? Ja, jetzt ist ja die Frage, was versteht man unter optimal? Ne? Optimal wäre natürlich ein Sieg, aber wichtig ist für uns jetzt nach der Vorbereitung, dass wir einfach das rüberbringen, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben. Ob das dann ausreichen wird, im Cottbus Erfolg zu haben, das wird sich hinterher zeigen. Aber das ist das Entscheidende. Natürlich werden wir morgen in diesem ja sicherlich tollen Stadion vor großem Publikum, zumindest für uns, alles versuchen reinzuhauen und idealerweise was mitnehmen. Aber nochmal, die Leistung ist zunächst mal wichtig. Sie sprechen ja schon die Leistung an, die war ja in weiten Strecken der vergangenen Saison nicht ganz so optimal bei Altlinicke. An welchen Stellschrauben haben Sie seit Ihrem Amtsantritt hier gedreht, um die Mannschaft gut einzustellen und einen erneuten Abstiegskampf zu vermeiden? Das Letzte, was Sie sagen, ist natürlich unser Ziel, ganz klar. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht hilfreich, was in der Vergangenheit war. Wir haben hier neu angefangen vor ein paar Wochen. Und uns ging es zunächst mal darum, dass wir eine gewisse Idee vom Fußball entwickeln wollen. Das wird sicherlich auch noch ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, bis die Saison in die Saison rein. Aber was Grundordnung anbelangt, was Disziplin anbelangt auf dem Platz, da sind wir schon ganz gut vorangekommen. Aber alles, das weiß jeder, der im Fußball lange genug arbeitet, ist Schall und Rauch. Wir müssen sehen, dass wir jetzt gleich in diesen nächsten drei Spielen, denn es ist ja nicht nur Cottbus, es kommt Auerbach, Rathenow, das versuchen schon umzusetzen, was wir uns hier erarbeitet haben. Wie kam es dazu, dass Sie nach Ihrer dreijährigen Auszeit jetzt auf den Trainerstuhl der VSG Altlinicke gelandet sind? Ja, ich bin einfach gefragt worden. Und ich fand das sehr reizvoll und ich mache da auch kein Geheimnis draus. Die Zeit zu Hause ist mir dann noch irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich fand das hier ein spannendes Umfeld, spannende Aufgabe und deshalb freue ich mich auch jetzt, dass es endlich losgeht. Sie haben ja auch den Großteil Ihrer Karriere in Berlin verbracht. War es da vielleicht auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, einfach in Ihre Heimatstadt zurückkehren zu wollen beruflich? Das ist sicherlich interessant. Also ich bin Köpenicker, dass ich jetzt mal nicht so weit fahren muss, denn auch bis zum Olympiastadion hat man schon eine Stunde Fahrzeit immer gebraucht, wenn ich jetzt mal die Hertha-Zeit nehme. Das hat sich so ergeben, dass ich immer in Berlin, Umgebung, wenn ich jetzt mal von Chemnitz absehe, was ein bisschen weiter weg war, hier arbeiten durfte. Und es ist natürlich ein Vorteil, wenn man in der Nähe der Familie seinen Beruf nachgehen kann, was als Fußballtrainer ja nicht immer der Fall ist. Wie schon erwähnt, haben Sie ja nach dem Aus in Chemnitz 3 Jahre als Trainer pausiert. Wie haben Sie die freie Zeit genutzt? Also zunächst hat mir die Pause mal ganz gut getan, wie ich finde. Ich habe noch einen Sohn zu Hause, der mich voll in Anspruch genommen hat. Und natürlich hat man sich mit dem Fußball weiter beschäftigt. Ich habe insbesondere, weil ja doch so Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga bekannt ist, mich mal wirklich mit Regionalliga, Oberliga-Fußball befasst und finde, dass da inzwischen wirklich tolle Arbeit geleistet wird von den jeweiligen Verantwortlichen. Also mich hat der Fußball natürlich auch in dieser Zeit nicht losgelassen. Als Trainer bringt man Sie, Sie haben es ja schon angesprochen, vor allem mit Hertha BSC in Verbindung. Wie sehr verfolgen Sie den Verein heute noch? Na, ständig, natürlich. Also allein, wenn man jetzt sieht, wer dort in den letzten Jahren Trainer war. Ich habe viele Bekannte, Paul Dardai hat bei mir in der U23 2 Jahre gespielt, Ante noch viel, viel länger. Also da hat man schon einen Bezug zu, ganz klar. Und ich kenne also noch andere, mein ehemaliger langjähriger Co-Trainer Jochen Ziegert ist da noch tätig. Viele Spieler, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sind jetzt dort auch beruflich eingebunden. Und da ist man natürlich hautnah dabei. Das Gleiche gilt natürlich für Union Berlin, wo ich ja eigentlich 20 Jahre verbracht habe meines Sportlerlebens. Also das verfolgt man ja nicht nur als Hauptstädter, als Berliner, sondern natürlich ich mit besonderem Interesse, was in beiden Vereinen passiert. Den größten Teil Ihrer damaligen Zeit bei Hertha waren Sie ja U23-Trainer. Haben Sie auch noch zu einigen Talenten von damals Kontakt und zu wem? Man trifft sich überall. Mal ist klar, in den Jahren, es waren ja insgesamt 9 Jahre am Stück und dann auch die Spieler. Wenn ich Anfang der 90er Jahre denke, Niko Kovac fällt mir dort ein, Carsten Ramelow, aber viele andere, der Andreas Zimmermann, der hier mein Vorgänger Altlinicke war, um mal diese etwas Älteren schon zu nennen. Und natürlich hat man auch den einen oder anderen, telefoniert man mal oder man trifft sich auf irgendeinem Platz dieser Welt. Sie haben ja auch häufig interimsweise die Profis übernommen der Bundesliga, kennen sich also auch mit Krisenmanagement aus, weil es da auch oft im Abstiegskampf heiß herging. Sind das Erfahrungen, die noch bei der VSG weiterhelfen können?
Ja, natürlich helfen solche Erfahrungen. Insgesamt, wenn man jetzt, ich bin ja nun doch schon im fortgeschrittenen Alter, da kann man natürlich schon auf den einen oder anderen Erfahrungsschatz zurückgreifen, auch mit diesen, mit den ganzen Trainerkollegen, mit denen ich bei Hertha BSC zusammenarbeiten konnte. Das ist natürlich schon für mich einmal sind wertvolle Begegnungen, wertvolle Dinge, die man mitnehmen kann, gewesen. Und ich hoffe natürlich, weil Sie das Wort Abstiegskampf sehen, dass wir davon verschont bleiben, weil das ist wirklich nicht, das ist zwar sehr spannend, aber das wünscht man sich nicht wirklich, dass man gegen den Abstieg spielt. Okay. Und dann natürlich die abschließende Frage, die wichtigste von allen: Wo wird die VSG Altlinike im Mai 2020 zu finden sein? Wir haben es ja schon angedeutet, wir wollen also sehen, dass wir uns verbessern. Also natürlich fußballerisch einen weiteren Schritt machen, denn die Mannschaft, wer sich mit Altlinike befasst, muss ja feststellen, dass in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel passiert ist, sehr, sehr viel Positives. Man ist dann in die Regionalliga aufgestiegen und hat sich hier 2 Jahre etabliert, und wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen, dass wir eben uns mal ins Mittelfeld absetzen und das, wenn es geht, möglichst ohne Abschiedskampf. Super. Wobei die Liga natürlich sehr, sehr dicht sein wird, also davon bin ich überzeugt. Carsten Heine, Trainer der VSG Altlinike, ich bedanke mich für das Interview. Ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.